Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu dieser wundervollen neuen Folge von Hearthstone. Nachdem sich die ganze Welt über Celestial Alignment gefreut hat und jeglicher Druide diese Karte momentan spielt, habe ich mir gedacht, nope, ich baue mal was komplett anderes. Und zwar starte ich erstmal mit einer Engine, die schon in vorherigen Erweiterungen mal rausgekommen ist, aber nicht in so einer unglaublich starken Art und Weise. Und zwar rede ich hier von Primordial Protector. 8 Mana, 6-6 mit dem Kampfschrei. Du ziehst die Höchstkosten der Zauberkarte aus deinem Deck und beschwörst gleichzeitig noch einen Minion mit den gleichen Mana-Kosten. Super insane Karte. Was jetzt so eine ähnliche Karte war, mal in vergangenen Erweiterungen, vielleicht kennt ihr die noch nicht, solltet ihr euch mal angucken, vielleicht auch wenn ihr Wild spielt, der Spiteful Summoner hieß er, glaube ich, damals, hat man sehr, sehr gerne im Jäger gespielt, sehr, sehr gerne auch im Magier, habe ich so irgendwie noch so im Kopf, bin mir aber auch nicht ganz sicher, ob das so richtig ist, war damals 6 oder 7 Mana teuer, das heißt also hier haben wir wirklich eine Power-Kreatur. Wir kriegen insgesamt meistens für, ja, so um den Dreh rum 6 bis 10 Mana dann einfach noch eine zusätzliche Kreatur plus nochmal den 10-Drop und das lohnt sich ja tatsächlich hier in so einem Druiden zu spielen, um durch die ganzen Ramps sowas schnell aufs Spielfeld zu kriegen, den Gegner zu overwhelmen und dann darf natürlich nicht das gute Yasha Rush Package fehlen, das ist ja unglaublich stark mit Survival of the Fittest und Carnival Clown wie auch Strongman. Dann habe ich mir gedacht, hey komm, du brauchst doch noch, wie gesagt, das typische Ramp Package, das heißt also wir haben hier einen Innervate drin, Lightning Bloom, Double Wild Growth, zweimal Overgrowth. Dann packe ich noch ein bisschen Guardian Animals mit rein. Wir haben, seitdem wir jetzt hier diese neuen Guardian Animals oder diese neuen Animals dazugekriegt haben, wirklich, wirklich starke Kreaturen. Also wir haben jetzt Twilight Runner wie auch Moonfang dazu bekommen. Oder besser gesagt Moonfang dazu bekommen. Ist jetzt auch ein bisschen schon her. Lake Thrasher immer noch mit einer der stärksten Karten, wie ich finde, die man hier rausziehen kann. Was aber der Clou an der Sache ist, ist ganz einfach der, dass wir halt jetzt so ein paar Zwischenschritte haben, möchte ich einfach mal sagen. Wir haben hier diesen Druid of the Plains, den wir theoretisch nutzen können, um was abzutraden. Das gab es halt vorher irgendwie noch nicht. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, noch eine zweite Combo rauszuziehen. Nicht nur unsere Guardian Animals da rauszupacken und dann zu sagen, ja, hey, ich gewinne jetzt das Spiel damit oder ich verliere es halt eben. Ich habe mir gesagt, ich möchte auch noch einen Forest Warden Omu mit reinspielen, weil 6 Mana ist eine unglaublich starke Karte mit diesem Spellburst Refresh Your Mana Crystals. Wenn wir dann irgendwie hier auf, ja, keine Ahnung, wenn ich sie rausgespielt habe und dann irgendwie ein schönes Follow-up spiele, wie zum Beispiel ein billiges Innervate, ein Lightning Bloom oder sonst irgendwie was, sondern ein Guest Await auf 8 Mana, kann ich Omu rausspielen, plus nochmal die Guardian Animals, kann mich so ein bisschen dann zeigeln, kann vielleicht noch rampen gleichzeitig im selben Zug, plus dann nochmal die vollen Mana-Kosten wieder zurückkriegen. Also es ist ein schön synergierendes Deck, hatte ich das Gefühl, als ich so das zusammengebaut habe. Es spielt klassische wie auch etwas neuere mit Thematiken und ich denke tatsächlich, dass man damit ein bisschen was anfangen kann. Ich bin mir natürlich jetzt nicht ganz sicher, ob es irgendwie gegen den Celestial Alignment Druiden ankommen würde. Die sind ja wirklich, also die sind ja gerade überall, Leute. Ich weiß auch nicht, was da jetzt los ist, ob da jetzt der neue Hype startet tatsächlich. Aber ich finde es halt einfach cool. Es hat große Kreaturen drin. Es spielt so eine alte wie auch neue Mechanik, sogar mehrere alte wie auch neue Mechaniken und fühlt sich an wie ein sehr, sehr rundes und ja, geschmackvolles Deck. Falls ihr irgendwelche Veränderungen oder sowas hättet, schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Würde mich definitiv freuen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt was Schönes. Habe ich schon gesagt. Lasst ein Abo da. Würde mich natürlich auch freuen. Und ihr bekommt euren Content. So, Leute. Okay, Strongman, Clown und Ding packe ich alle mal weg. Animated Broomstick ist natürlich so im Prinzip auch eine sehr starke Karte. Aber ganz typisch für Druiden brauchen wir logischerweise jetzt erstmal ein bisschen Ramp. Ja, es ist ein bisschen schwierig, möchte ich jetzt einfach mal sagen, wenn wir gegen Agro-Decks spielen, dass ich da vielleicht ein bisschen zu spät zur Party kommen könnte. Also da kann man tatsächlich nochmal ein bisschen überlegen, ob man da Alternativen mit reinbringt. Es gibt ja inzwischen diesen, oh, wie heißt der denn nochmal hier, diesen Borg-Dude. 3 oder 2 Mana, 2-4, bringt dir wieder 4 Leben, er bringt dir 4 Leben und hat Taunt. Ist eine sehr, sehr starke Karte. Wir spielen hier gegen No Minion Mage
auch unglaublich strong. Wird momentan richtig viel gespammt. Ist aber auch ein geniales Deck. Deswegen freue ich mich tatsächlich, dass wir dagegen gematcht werden. Das ist auch noch was ich unbedingt bauen muss. Letztens ist ein Kommentar aufgekommen, das ich sehr interessant finde und über das ich mal sehr, sehr gerne kurz mit euch reden würde. Und zwar hat jemand gemeint von wegen, ja, hey, hast du das Deck wirklich selber erstellt oder hast du es irgendwie gefunden oder sowas oder kopiert oder was auch immer. Und an dieser Stelle möchte ich einfach mal sagen, ihr müsst euch überlegen, Leute. Natürlich hat man als Deckbilder in Anführungszeichen, geht man jetzt nicht immer komplett auf seine eigenen Ideen oder sowas. Man lässt sich inspirieren und sonst was. Du kannst natürlich in gewisser Hinsicht von Anbeginn der Zeit irgendwas aufbauen. Und es funktioniert auch oftmals, möchte ich einfach mal, oh mein Gott, wow. Oh mein Gott, wow. Und das funktioniert auch, möchte ich einfach mal sagen, teilweise. Aber dann hat man natürlich immer noch diese etwas größere Problematik, möchte ich einfach mal sagen, dass man durch diese Inspirationen halt dann immer so ein bisschen was mitbekommt. Und ja, in der Hinsicht lasse ich mich natürlich auch inspirieren. Ich spiele momentan wieder öfters Hearthstone, das heißt also, ich sehe viele Decks. Das heißt also, ich bin die ganze Zeit konfrontiert mit diesen Decks und weiß schon ungefähr, wie gewisse Decklisten aufgebaut sind. Nichtsdestotrotz ist es halt nochmal so eine zusätzliche Situation, wo ich mich inspirieren lasse. Ja, ansonsten versuche ich tatsächlich jedes Deck eigentlich selbstständig zu erstellen. Ich versuche mich gerade mehr oder minder ein bisschen fernzuhalten von diesen ganzen Seiten, die es momentan halt einfach gibt, wie Hearth, PWN und Co. Okay, ich könnte jetzt halt hier einfach... Boah, es ist halt super schwierig. Ich spiele mal ihn hier raus. Boah, ich muss hier auf meine Animals gehen. Das war prinzipiell ein gutes Ding. Also die Animals haben mir wirklich den Arsch gerettet. Ich finde es interessant, einfach so allgemein so ein bisschen zu experimentieren und dann sich zu überlegen, ist das wirklich eine gute Sache oder sollte ich da alternative Dinge wirklich machen? Aber wie gesagt, die Inspiration spielt halt immer mit rein. Und was für mich halt so ein wichtiger Part ist, ist einfach, dass man nicht auf irgendeine Website geht und sich einfach 1:1 ein Deck rauskopiert, das halt momentan vielleicht die höchste Winrate hat oder sowas, denn man soll ja auch wirklich Spaß am Spiel haben. Und ich finde, das entsteht halt erst, wenn du dich wirklich mit dem Spiel beschäftigst und dann irgendwie selber wirklich die Sachen baust und Erfahrungen sammelst. Was war das gerade? Draw two mana, refresh two crystals for each spell drawn, ja. Okay, ja, zwei Spells wirklich gezogen. Ja, es ist halt auch ein Pure Deck. Okay, Phoenix ist okay. Spielt halt sehr, sehr viele Spell Damage Zauber momentan. Ich glaube, ich muss mir irgendwie Rüstung besorgen oder sowas. Das ist gerade nicht ganz optimal, will ich behaupten. Okay, hittet mich hier. Mein Omo ist momentan nur ein weiterer Minion, einfach nur. Oh mein Gott, das ist huge. Es bringt mir jetzt zwar nicht so viel, aber es ist prinzipiell trotzdem ziemlich huge. Ich hätte hier rein, um den zu töten und ihn zu töten. Dann gebe ich hier noch ihm hier Rush, einfach um ihn hier zu plätten. Und dann ist es okay für mich. Er zieht eine Karte, das ist in Ordnung. Also, wir haben jetzt für den nächsten Zug Survival of the Fittest. Damit kann ich halt wirklich jetzt arbeiten. Dann habe ich auch meine großen Taunts und alles. Und ich muss halt hoffen, dass er mich nicht über Spell Damage tötet. Das ist so das Einzige, wo ich mir jetzt gerade noch so ein bisschen Gedanken machen würde.
Genau, das ist so die Thematik hinter der ganzen Decke. Es tut mir auch leid, dass ich da manchmal dann ein bisschen abdrifte, wenn gerade wichtige Spielzüge anstehen. Aber ich möchte hier auch wirklich High-Quality-Plays machen und mich da nicht immer dann irgendwie so ein bisschen, ja, teilweise ablenken lassen. Das sind sehr, sehr starke Zaubersprüche, die hier gerade übrig hat. Nochmal kriegt er. Er geht halt wieder auf 2 Mana. Das ist halt insane. Das ist so eine gute Karte, Leute. Das ist so eine unglaublich gute Karte. Jo. Bringt mich, okay. Okay, in der Situation habe ich jetzt natürlich so ein bisschen eine Problematik. Er wird jetzt gleich hier aktiv und hat 2 Spell Damage dann draußen. Das ist nicht wirklich gut, würde ich mal behaupten. Ich habe keinen Taunter, den ich rausspielen könnte. Ich müsste theoretisch... Ich gehe für ihn hier. Ich glaube, das ist mein einzig sinnvoller Play jetzt momentan. Ich gehe für... Obwohl, ich könnte eine Karte ziehen. Nee, ich ziehe erstmal eine Karte. Ich gehe wieder auf 10 Mana. Ich spiele ihn hier raus. Ich ziehe eine Karte. Lake Thresher. Okay, ich gehe für meine Heldenfähigkeit. Ich töte den 3-3er. Ich gehe Face und hoffe tatsächlich, dass ich jetzt nicht sterben werde. Er hat plus 3 Spell Damage. Er hat sich relativ gut durch sein Deck gecycelt. Feuerball würde das Game schon beenden. Feuerball 1, Feuerball 2, das war's. Ah ne, Apex ist Blast. Okay, ja gut, das ist eine sehr, sehr starke Sache gewesen, muss ich sagen. Sehr schnell. No Minion Mage. Aber so ist es nun mal. Ich finde es trotzdem eine ganz coole Situation. Also dieses Deck baut sich ja wirklich aus den Vorteilen auf, die seine letzte Variante tatsächlich nicht hatte. Dieses, ich habe diese Refreshing-Mechaniken mit drin, die mir halt immer wieder Mana, die ich halt verbraucht habe, plus Card Draw wieder in andere Mana verwandelt, ist schon eine sehr, sehr starke Sache. Vor allen Dingen, wenn man betrachtet, dass man dieses Potenzial halt vervielfältigen kann. Also dieser Magier ist wirklich unglaublich gut und kann wahrscheinlich nur von irgendwelchen aggressiven Decks abgefarmt werden, möchte ich es jetzt einfach mal sagen. Okay, wir haben hier einen Guardian Animal, ein relativ frühes, möchte ich mal sagen. Wenn wir jetzt noch ein bisschen Ramp kriegen, wäre das natürlich optimal. Da kommt noch ein Omu dazu. Das heißt, wir haben Omu und Guardian Animal innerhalb von einem Zug, was ziemlich nice ist. Oh nein, es ist Tempo. Es ist Tempo Hunter, das könnte gefährlich sein. Tempo oder Beast Hunter? Beides mal ein sehr starker Start für beide Decks, möchte ich es jetzt einfach mal nennen. Gut, für mich ist wichtig, Turn 6 muss erreicht werden. Da kommt der Coin plus Zixor. Was bist du denn für ein Deck, dass du Zixor spielst? Okay. Gain 2 Mana Crystals this turn. Das heißt also, ich würde... Und er sagt, refresh your Mana Crystals. Das heißt also, ich wäre jetzt auf 5. Ich kann halt keinen Zauber dahinter spielen, das ist ein bisschen doof. Also wohin müsste ich kommen? Ich müsste auf 4 kommen, gell, damit es funktionieren würde. Dass ich nur Guardian Animals hier rausspielen kann. Animal Companion, sage ich schon. Ich spiele doch keinen Jäger. Okay, Leute, pass auf. Theoretisch müsste das doch funktionieren. Gain 2 Mana Crystals this turn only. Das heißt also, wenn ich das hier jetzt spiele, ich müsste doch jetzt auf 8 Mana Crystals kommen, Leute. Also ich hoffe, ich vertue mich da jetzt nicht. Dann spiele ich Omu. Die verschwinden dann. Ja, das sackt natürlich jetzt hart.
Warum verschwinden die? Das ist halt jetzt ein schlechter Zug gewesen, weil ich habe nicht damit gerechnet, dass sie verschwinden. Bei mir im Kopf war es jetzt gerade logisch, wenn da dran steht, gain 2 Mana Crystals, gain 2 Mana Crystals this turn, dass sie mir für diesen Zug bleiben. Dass sie verschwinden ist halt ziemlich unpraktisch. Ja, das ist halt... Ich glaube, ich wäre ziemlich safe gewesen, wie ich das ganze Runde gespielt hätte. Wenn ich dann den Omu gespielt hätte, dann diese 4 Mana-Kristalle dazu bekommen hätte. Naja, so ist es nun mal. Wir müssen jetzt gucken, dass wir das Ganze hier trotzdem ordentlich weiter runterspielen. Und das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich meine, jetzt habe ich halt meinen Primordial nicht mehr richtig aktiv. Er wird jetzt noch einen 8-Drop ziehen, was immer noch in Ordnung ist. Aber man hofft natürlich da immer auf ein bisschen mehr. Ich hätte hier zuerst rein, dass er nur einen Schaden kriegt. Ich cleave jetzt hier an diese Stelle. Ich spiele noch meinen 6-6er Strongman mit raus. Und eigentlich sollte ich jetzt trotzdem in einer guten Situation sein, in einer guten Position sein, um hier das Game für mich zu entscheiden. Ich habe jetzt natürlich so ein paar Züge, wo ich jetzt erstmal durch muss, wo ich auch über den Overload dann durch muss, aber... Die Möglichkeit besteht trotzdem, dass es ganz gut werden könnte. Okay, Quickshot, er tötet mir also den 3-3. Er möchte nicht, dass ich cleaven kann. Deadly Shot tötet mir den 6-6er weg. Er hat halt hier wirklich gute Sachen, Leute. Und da habe ich einen 5-Drop. Das ist gut. Ne, ich setze den 5-Drop ehrlich gesagt gar nicht ein. Ich hätte jetzt hier einfach rein, hätte ihn in die Face. Er ist so eine Mischung, Leute. Auch das mit dem Crystals, das finde ich jetzt schon ziemlich uncool, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, da ist das Wording nicht richtig gewesen. Ich habe schon so lange kein Ding mehr gespielt, kein Druid mehr gespielt, dass ich das gar nicht mehr im Kopf hatte. Okay. Schauen wir doch mal, was es ist. Ist es Explosive Trap, Freezing Trap oder sowas in die Richtung? Explosive Trap, er kriegt trotzdem nur einen Schaden, das ist in Ordnung für mich. Ich spiele jetzt meinen Primordial Protector raus. Ich ziehe jetzt nur noch einen Guardian Animal, das ist trotzdem vollkommen in Ordnung. Sie wäre halt richtig gut gewesen, wenn ich sie mit ihrem Kampfschrei bekommen hätte. Steht aber trotzdem ziemlich gut. Also, oh, okay, Sixer ist stark. Es reicht trotzdem nicht, um mein komplettes Spielfeld abzuräumen. Interessant, sehr interessant. Ich habe eigentlich gedacht, dass er mir hier locker leicht mein Board abräumt. Und wenn ich jetzt nicht die falschen Karten ziehe aus meinem Guardian Animal... kriege ich hier halt nochmal meinen Cleaver und mit dem zweiten Cleaver kann ich dann, wenn er jetzt nicht für die Trades geht, sein komplettes Board trotzdem noch abräumen. Aber er entscheidet sich hier wirklich für die Trades zu gehen. Vielleicht behält er den einen. Macht aber, wenn wir mal ganz ehrlich sind, auch nicht wirklich viel Sinn. Okay. Das ist nicht optimal, den hier jetzt zu ziehen. Ich weiß auch gar nicht, was mein nächster Spell ist, wenn ich ehrlich bin. Ich war mir gerade nicht sicher, was mein nächstes Spell ist. Es ist aber in Ordnung. Ich habe jetzt hier meine Big Minions draußen. Ich denke nicht, dass er da irgendwas dagegen machen kann. Ich werde im nächsten Zug Survival of the Fittest spielen. Und dann ist es hoffentlich ein GG. Nutze seine Heldenfähigkeit. Trade den einen Minion ab. Gut, dann Survival of the Fittest. Ich hitte hier rein. Werde gebounced wahrscheinlich. Yes, hitte hier rein. Ziehe zwei Karten nach. Habe ich. Ich overdraw nichts, Gott sei Dank. Ja, und damit war es das gegen einen Hunter. Sehr, sehr gutes Game. Ich glaube tatsächlich, dieses Deck hat... Er hat nur einen King Crush, Gott sei Dank. Er hat nur einen King Crush, Gott sei Dank. Ich wusste, dass ich das Deck in einer gewissen Hinsicht kenne, aber mir war gerade nicht bewusst, was es für eins ist. Dass es jetzt hier King Crush Hunter ist oder hier Lerox Hunter ist halt schon stark. Vor allen Dingen, wenn er mich hätte töten können, dann hätte ich... Ich hätte es ihm gegönnt, muss man mal ganz ehrlich sagen. Ich hätte es ihm gegönnt. Er geht hier nochmal für die Trades. Also er denkt wirklich, er könnte hier vielleicht noch was machen. Aber dann hätte ich gesagt, es ist Zeit für die Clowns. Ich denke nicht, dass er mir jetzt 13 Schaden innerhalb eines Zuges machen kann. Ja, ein Schaden. Drei Schaden. Okay, 10 Schaden muss er nur noch machen.
Okay, well played. Sehr schön. Damit kann man also sagen, dieses Deck hat jetzt okay abgeschlossen. Es hat gegen einen Top-Meta-Deck hier jetzt verloren, was vollkommen in Ordnung ist natürlich. Ich denke, dass die Mechaniken relativ gut ineinander greifen. So dieses Prinzip von wegen, ich rampe halt viel. Vielleicht müsste man am Anfang des Spiels noch ein paar mehr Taunter oder sowas mit reinbringen, dass man gegen Agro-Decks besser ankommt. Obwohl man natürlich dazu sagen muss, dass ich jetzt hier gegen einen gegen einen No-Minion-Mage verloren habe. Und der hat halt keine Aggressivität in der Hinsicht. Der geht halt dann einfach auf seine ganzen Zaubersprüche und alles. Und ja, summont sich halt da die Minions raus. Er hat ja auch eine gute Starthand, aber so ist es nun mal. Gut, liebe Leute, an dieser Stelle möchte ich mich ganz recht herzlich bedanken. Ihr wisst ja, wenn ihr dieses Deck selber spielen wollt, dann guckt mal unten in die Videobeschreibung rein. Dort wird definitiv erstmal die Deckliste sein. Lasst gerne einen Daumen nach oben, das schreibt was Schönes in die Kommentare. Vergesst natürlich nicht zu abonnieren und bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Haut rein. Tschüss.